Hola meine Spanier und willkommen zurück. Hier seht ihr unsere Armee, die aktuell versucht, auf so ein Bötchen zu springen, denn wir wollen unserer kleinen Tochter helfen, der Blanca. Das machen wir sofort. Wir starten wieder in der letzten Folge. Das war eine relativ kurze Folge, 20 Minuten oder so. Da wollten wir ja nicht so viel Zeit verplempern. Da kam die Frage hoch, was wir mit Portugal machen. Aktuell habe ich immer noch keine Antwort, nicht von euch erhalten, sondern ich habe jetzt einfach mal weiter aufgenommen. Und was haben wir denn hier? An den wohlmeinenden Domingo. Sie hat nichts gefunden. Dann würde ich sagen, lass uns keine Zeit verschwenden. Ich habe jetzt einfach weiter aufgenommen. Das heißt, ich denke mal, ich werde in der Lage sein, entweder in der nächsten oder in den nächsten 2, 3 Folgen oder so auf euer Feedback einzugehen. Aber das stört uns ja nicht, denn die Entscheidung, die bleibt ja da. Und das ist dann das Wichtigste. Also, bevor wir kamen, ne, waren hier ja die Aufständischen. Jetzt ist keiner mehr da. Jetzt müssen wir mal gucken, wo sind die denn? Wartet mal, was sind denn das denn für welche? Die hat ja noch welche. Oh Mann. Also, liebe Tochter, Kriegsbeitritt anbieten. Bauernaufstand. Dein Papa kommt dir zu Hilfe. Das mache ich doch gerne, ne? Also, sie kann das ja selber machen. Ihr seht es ja, sie hat ja ihre 5000 Soldaten. Aber wenn wir schon dabei sind, machen wir das auch noch. Es wäre nicht schlecht. Der ist Verteidiger, der ist aber auch Logistiker, was eigentlich sehr schön ist. Und auch eigentlich der Stärkste, den wir haben. Was haben wir denn hier auch noch? Leichtsinnig, flexibler Anführer und Logistiker. Vielleicht, ja, vielleicht wäre es doch endlich mal an der Zeit, dass ich mich ein bisschen informiere über das ganze Kriegssystem. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich da nicht so gut aus. Das heißt auch, was bedeuten diese ganzen Werte? Abschirmung zum Beispiel, Verfolgung, keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Zähigkeit kann ich mir irgendwie vorstellen, ne? So wie HP oder Schaden, das kann man sich ja so irgendwie vorstellen. Aber hier das Thema Abschirmung, weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet. Und was ganz interessant ist, das wollte ich auch mit euch diskutieren, sind auch zum Beispiel diese ganzen Geländeeffekte, na, da seht ihr es auch, und wie welche Komposition an Kriegsvolk eigentlich für uns jetzt die beste ist. Ich weiß es nicht, vielleicht habt ihr da auch Input. Ich habe einfach das Gefühl, ja, teuer ist gut, ne? Wenn man sich das jetzt hier anschaut, gepanzerte Reiterei, 200 kostet ja doppelt so viel oder mehr als das Doppelte als das gepanzerte Fußvolk. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, ich klicke mal da drauf, 112 Schaden. Das ist einfach der Wahnsinn. Schaut euch mal das Fußvolk hier an, 35. 112. Das ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach mega, mega stark. Aber man sieht auch bei der gepanzerten Reiterei, hier, wenn man in Feuchtgebieten kämpft, minus 75 Schaden. Ja, dann ist das ja, relativiert sich das Ganze. Das heißt, da muss man natürlich aufpassen, nicht in den Bergen zu kämpfen. In den Hügeln würde ich sagen, geht das noch. 20 Schaden weniger, da sind sie mit 90 unterwegs. Das ist ja nicht verkehrt. Aber hier, schaut euch mal zum Beispiel in den Ebenen an. Plus 30, also das ist ja in den Ebenen zu kämpfen, also wie hier zum Beispiel, na, das sind glaube ich Ebenen, das ist ein Trockengebiet, hier plus 30 wären das wäre natürlich heftig, richtig, richtig heftig. Also wie gesagt, das ganze Thema Militär, Kämpfen und so weiter, da kenne ich mich nicht so gut aus, habe aktuell einfach diese, ja, zusammengewürfelte Truppe. Die Frage ist einfach, was macht am meisten Sinn? Ich hätte jetzt einfach mal, wenn ich jetzt mal Geld hätte für 8 gepanzerte Reitereien, da brauchen wir 1600 Gold, hätte ich die jetzt einfach mal gekauft, ne? Aber, ja, ne? Muss man sich mal anschauen zukünftig. Ich bin immer gerne offen für euer Feedback. Wenn ihr etwas habt, wenn ihr mehr Infos habt, gerne. Ich schaue mir das gerne an. Quartiermeister Amtsstuben in Florenz gebaut. Das ist gut. Die Frage ist, wollen wir auch das Geld weiterhin hier ausgeben oder wollen wir was anderes machen?
Also wir schauen nochmal kurz. Burgos, können wir da jetzt mal wieder was bauen? Da könnten wir... das machen wir auf jeden Fall. Ne? Und zwar die nächste Stufe, das wären die Jagdtürme. Ne? Da würden wir 0,7 Steuern bekommen, Aufgebote, Überfallzeit, Verteidigervorteil und dann hier auch Reiterei, Schadenzähigkeit und so weiter. Das ist gut. Da gehen wir mal kurz nach Cordoba. Da haben wir Versorgungsschwelle, hier zum Beispiel Geld, Besitztumssteuern. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auf jeden Fall nehmen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Entwicklungszuwachs und Besitztumssteuern auch nochmal plus 1%. Für 375 ist auf jeden Fall teuer, aber lohnt sich. Und hier vielleicht auch, ne? 225 können wir gerade noch zahlen, ne? Minus 50 Volksmeinung, das wird sich auch ändern. Jetzt haben wir schöne 8 Gold. Jetzt müssen wir auch noch kurz im Rad schauen. Wir sehen 14 Monate in Sevilla. Das wird also bald was, ne? Ansonsten, ja, unseren Ratsmarschall müssen wir nirgends schicken. Ne? Alicante gehört uns ja nicht. Valencia gehört uns. Das ist, wartet mal, Valencia ist, Valencia ist da. Nee, Valencia ist okay. Ansonsten haben wir kein Problem. Soll er danach einfach weiter mal trainieren. Und wir sind ja, das habe ich auch vergessen in der letzten Zeit. Wir wollen ja ihn auch nochmal befreunden. Das machen wir auch nochmal schnell. 56, paranoid wahrscheinlich. Ist auch etwas, was man mit der Zeit lernt. Die Eigenschaften und welche Auswirkungen sie haben, das habe ich auch mit dem Papst so mitbekommen und gelernt. Ihr erinnert euch, wo der Papst da unmöglich zu beeinflussen war, weil er einfach paranoid war. Und da merkt man es einfach, wenn wir so ein guter Diplomat sind, also wir sind ja ziemlich gut mit 33 und bei so einem Komplott da irgendwie nur 50% haben, dann muss derjenige einfach paranoid sein. Das ist eben so. Also, wir haben diesen einen Krieg hier schon mal gewonnen. Das ist gut. Das ist auch der Bauernaufstand. Jetzt gehen wir hier runter. Und ich glaube, auf dem halben Wege, die Tochter, die wird das hier alleine schaffen. Aber wir werden einfach mal jetzt so schon mal runtergehen. Sie sollte aber jetzt schon mal abdrücken. Jawohl, da haben wir es. Einheimisch befriedet, das ist sehr gut. So langsam, glaube ich, hat sie auch überall die Volksmeinung angehoben. Jeder Bauernaufstand bringt eben am Ende, jeder gewonnene Bauernaufstand eben, bringt dann 50 Volksmeinung. So, Freiheit und Freundlichkeit. Manrique deutet meine Freundlichkeit in letzter Zeit als Zeichen und kam zu mir, um jemanden rauszulassen. Er möchte diesen kleinen Jungen hier rauslassen. Das können wir gerne machen, denn wir bekommen ja auch noch Meinung, was eigentlich sehr gut ist. Und ein bisschen Anspannung können wir uns leisten. Also die neuen Anspannung, kein Problem. Da haben wir schon mal 75, was sehr, sehr fein ist. Und da unten, ja. Ja, das ist auch jetzt hier fertig. Ne, stopp. Plus 36, also es müssten doch irgendwo... okay. Dann gehen wir doch mal hin, ne? Dann machen wir das. Wir räumen auf. Sehr fein. Sehr schön. Wir bekommen mittlerweile 20.000 Soldaten. Das ist der Wahnsinn. Plus... 31 Gold und plus 31 Gold auch noch während eines Krieges mit unseren ganzen Volkssoldaten, ne? Und unserem ganzen Kriegsvolk. Das ist auch richtig gut. Also ja, da überlege ich mir jetzt mal zweimal, ob wir nicht irgendwie zum Beispiel die leichte Reiterei wegnehmen und gepanzertes Fußvolk nehmen und einmal diese ganzen gepanzerten Reiter. Ja. Bogenschützen finde ich immer gut, weil sie ja auch Plänkler kontern. Und meistens haben ja Gegner Plänkler, wie ich finde. Okay, die nicht, ne? Das sind ja nur Aufgebote. Aber meistens gibt es immer so ganz viele Plänkler, Pikeniere und so weiter. Aber vielleicht in
sagen wir mal, vielleicht im Jahre 1125 nicht mehr. Vielleicht sind die Leute jetzt alle umgestiegen auf schweres Fußvolk. Dann sollte ich ja auch umsteigen. So, ein Beitrag zur Kriegskasse. Als ich begann, als ich in meine nahezu leeren Schatztruhen blicke, kündigt mein Herold das Eintreffen 4 meiner Vasallen an. Wir kommen mit Gold, eine Spende, um unsere Feinde zu bezwingen. Das ist sehr schön. Ich würde sagen, wir nehmen einfach das Geld an, denn die Meinung haben wir und Prestige haben wir. Die 50 Gold, glaube ich, nehmen wir gerne an. Das ist meistens immer der gleiche Betrag. So, da stürmen wir einfach durch. Was haben wir denn hier? Portugal gründen, nee, das kommt, das lassen wir mal. Anfreunden, das Anwesen, 56, ja, das ist immer noch wenig. Was hatten wir das? Beendet das Komplott und wir werden Freunde. Also, nach reiflicher Überlegung entschloss ich mich schließlich, Manrik auf eine Besichtigung eines meiner Anwesen in Lizarra einzuladen. Schauen wir uns das kurz an, hier oben. Sehr schön, da haben sie sich getroffen und sind Freunde geworden. 100. Perfekt. Armee, geh mal runter. Gleich fangen wir an. Ah, die haben es erobert. Aber gleich haben wir sie. Schauen wir es auch noch kurz an. 100% Sieg ist drin. Sie bekommt hier auch nochmal 50 Meinung und kerkert die ganzen Leute ein. Perfekt. Alle auflösen und tschüss. Sehr fein. Also ihr seht ja mittlerweile, wie es aussieht, ne? Wenn ich rauszoome, unser schönes Spanien. Jetzt haben wir hier nur noch diese paar Grafschaften. Mallorca übrigens auch. Und das Heilige Römische Reich hat auch nochmal hier diese kleine Insel Menorca. Ne? Das wird interessant, wie wir das bekommen werden. Ist es endlich an der Zeit? Ist es endlich an der Zeit, dass sich das Heilige Römische Reich aufteilt? Das könnte es sein. Also wir schauen uns mal kurz hier die Kriege an. Unabhängigkeitskrieg. Sehr fein. Und die Angreifer sind momentan im Plus. Dann haben wir hier diesen Krieg. Krieg um den Anspruch von Prinz Milo auf das Heilige Römische Reich. Prinz Milo. Prinz Milo ist König von Böhmen. Boah, also nicht verkehrt. Er will Kaiser werden. Und dann haben wir auch noch das hier. Ach, das ist nur die Tyrannei, ne? Das ist kein Problem. Also das wird interessant. Theoretisch könnte man Mallorca, Menorca, ihr seht es. Herzogseroberung. Von Grafschaft, hier unten, Ansprüche, das ist hier alles, ne? Das ist alles viel zu wenig, ich brauche ein bisschen mehr Fleisch. Aber das wäre auf jeden Fall mal ein Krieg, oder? Oh Mann, in Frankreich läuft irgendwie alles schief, ne? Die Nackedeis in Frankreich, die schlagen einfach um sich. Wir sollten vielleicht, ich meine, wir haben ja auch einen Religionskriegsgrund gegen die Nackedeis, ne? Ja. Also ich denke mal, ihr seht unser nächstes Ziel. Wenn wir Spanien haben, glaube ich, macht es Sinn, dass wir hier auch mal den Süden Frankreichs auch nochmal hier aufräumen, erobern und hier so expandieren. Das wäre vielleicht auch nicht mal verkehrt. Auch relativ einfach aktuell. Und wir können das auch nur einmal im Leben machen. Das heißt, das sollten wir bald machen. Bis in 53 noch in Ordnung. Aber die Zeit, die tickt. Seid gegrüßt, mein Lehnsherr. Das nächste Festmahl. Er ist sadistisch und wir wissen, da gehen wir ungern hin. Bei Sadisten vorbei, das machen wir also nicht. Der nächste, bitte. Andres der Törichte, unser treuherziger, ungeduldiger und sprunghafter. Komm, bei ihm sagen wir doch gerne ja. Er ist auch Kreuzritter, da können wir auch gerne über den Krieg sprechen. Alle Gäste versammeln sich, ich freue mich drauf. Schauen wir mal. Sonst haben wir keine Entscheidungen. Der Boden des Kruges. Hörte sich da gerade, wie ein leerer Krug auf dem Tisch abgesetzt wird.
Graf Andres muss magische Ohren haben, wenn er außer dem Lärm in der großen Halle überhaupt etwas hören kann. Mehr Wein. Niemand soll Durst leiden, okay? Wir können hier einfach mal locker Trunkenbold werden. Das wollen wir nicht. Da riskieren wir die Buße. Himmlisches Vergnügen. Okay. Was ist das nur für Fleisch? So ein reiches Aroma. Dieses Festmahl bietet mir das beste Essen. Entzückend. Leidenschaft fürs Leben. Eine Zufallsbegegnung bei einem Festmahl hat bei diesem Charakter die Leidenschaft fürs Leben neu geweckt. Gesundheit, mittlerer Bonus und Anspannungszuwachs minus 50%. Das ist nicht schlecht. Ich will aber nicht fettleibig werden. Das kann ja sehr, sehr leicht passieren, wenn es so weitergeht. Zurück nach Hause. Lebt wohl, mein Ratsmarschall. Vielen Dank. Was wollen wir hier? Was haben wir hier da? Die Kleine will raus. 25 Gold. Das darf sie gerne machen. Er, unser Freund, der Rodriguez, Diego Rodriguez, lädt uns auch ein. Sollen wir da jetzt annehmen? Ganz ehrlich? Nee, komm, Rodriguez. Ich habe gerade gegessen. Ich kann gerade nicht. Wir schauen jetzt erstmal, ob wir angreifen können. Noch nicht. Waffenstillstand haben wir bis... Wo steht das? Ich bin blind, ich sehe es nicht. Nein, das steht ja gar nicht da. Das steht hier, ne? In den Bündnissen steht das... Waffenstillstand, 7 Jahre, 9 Monate, 2 Jahre, 16 Monate. Also das ist, glaube ich, der hier. Das ist dann also gleich vorbei. Soziale Manipulation. Als es das erste Mal passierte, dachte ich kaum darüber nach, aber mein Vasall Fahrt wird immer kühner. Oh, jetzt geht's schon wieder los mit ihm. Seine Herausforderungen bleiben nicht mehr unbemerkt bei meinen Vasallen. Okay. Er möchte sich mit mir anlegen. So, dann haben wir folgende Möglichkeiten. Ich ignoriere ihn und stehle mir seine Ideen. Okay. Ihr glaubt, Fahrt unentschlossen, lethargisch oder ambitionslos. Okay. Ihr glaubt, Fahrt wankelmütig oder wenig an anderen interessiert. Ihr glaubt, Fahrt ist feige. Und will den Frieden um jeden Preis. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel, dass er feige ist. Ne? Er ist feige, geduldig und gesellig. Also ich würde eher jetzt das dritte nehmen. Eine subtile Drohung wird dem ein Ende setzen. Und hier könnten wir Folgendes machen. Ihn verängstigen. Und hier wäre das, wir bekommen auch nochmal Diplomatie-Lebenswandel. Und ein Druckmittel. Oh, das wäre nicht schlecht. Also, wir versuchen jetzt auf jeden Fall mal das. Und da hat's geklappt. Manchmal reicht schon eine einfache Drohung. Jetzt bleibt er still und senkt den Blick. Es mag grausam sein, aber er hat's verdient. So, und da wir jetzt das Druckmittel haben... Oh, 70%. 70%. 110, 148. Ich will, dass er hundertprozentig annimmt, ne? Ich würde sagen, komm, die 100. Da brauchen wir auch nicht mal das Druckmittel da einsetzen. Ja, das wollte ich haben. Sehr schön. Denn wir sind auf dem Trip, ne? So, der nächste wieder. Der Line. Nein, Line, aktuell kann ich nicht. Ich bin besetzt. Vielen Dank aber für die Einladung. Aber mein lieber Line... Ich möchte so langsam angreifen. Vielleicht kannst du ja was für mich organisieren. So. Und zwar... Ah ja, da ist es fertig. Ja, wunderbar. Nee. Immer noch nicht. Waffenstillstand. Ich hoffe, das neue Fenster, das Kriegserklärungsfenster, zeigt aber auch das Datum an, weil ich es irgendwie nicht sehe. Na? Hier nicht. Ich bin vielleicht komplett blind. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich etwas nicht sehe, obwohl es da irgendwo steht.
Also, ich meine, wenn ich auf ihn gehe, er hat hier keinen Waffenstillstand. Und wenn ich hier bin... Ach, 6 Monate. Eieiei, wie langsam die Zeit verstreicht. Jetzt lädt er mich ein. Nein, danke. Keine Zeit. Ein offenbartes Geheimnis. Da haben wir wieder was. Menendo soll eine außereheliche Affäre haben. Okay, er ist Herzog von Benevento. Also, ab mit ihr ins Gefängnis. Ja. Kein Problem. Ich würde sie auch sogar sofort rauslassen. Denn irgendwie, sie ist ja eine Gräfin und so weiter. Und ich habe das jetzt für mich, das ist, glaube ich, kein Problem. Ne? Die können wir einfach locker rauslassen. Freilassung verhandeln. Aber ich würde gern Geld haben. Die sollte eigentlich mir Geld geben dafür. Lösegeld fordern. Ah genau, da haben wir es. 50. Da kann sie gehen. Da kann sie locker gehen. Da haben wir kein Problem mit. Wir schauen uns mal hier die Lage im Heiligen Römischen Reich an. Ja, das sieht sehr danach aus, als ob hier es 2 Events geben wird. Einmal die Unabhängigkeit und einmal der Machtwechsel. Sehr interessant. Und dann müssen wir natürlich auch hier schauen, bevor hier auch... das ist ja auch Unverschämtheit, was sich die Franzosen aktuell so rausnehmen. Vielleicht sollten wir einfach mal Frankreich angreifen. Ne? Vielleicht ist es das Beste. Mein fachkundiger Freund Alva hat sich als höchst fähig erwiesen, insbesondere bei Kriegsangelegenheiten. Es gibt da einige Projekte, die ich in Grafschaft von Porto gerne unternehmen würde. Mit eurem Segen, versteht sich. Ermutigte Verbesserungen, Entwicklung und Meinung für Prestige. Bitte macht das gerne. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir könnten auch eine nur Aquitanien. Ich denke, wir tun es einfach. Es macht Sinn. Also, der Kampf gegen die Nekedais. Das ist ganz wichtig, denn wir, wir können uns das nicht mehr länger anschauen. Sagen wir mal so, ja, das ist einfach viel zu viel momentan. Viel zu viel Fleisch, viel zu viel nacktes Fleisch. Wir müssen jetzt einfach mal rüber und für Ordnung sorgen. Jetzt machen wir das mal hier. Ich würde auch hier in diesem Fall auch nochmal unseren König Richard holen. Da kann er gerne helfen. Zahlen wir gerne das Geld. Können wir theoretisch auch unseren Kriegsorden anwerben? Das würde ich auch gerne einmal machen. Das machen wir auch. Wunderbar. Wunderbar. Das sieht doch sehr gut aus. Und da haben wir auch nochmal einen Vorzug. Sehr schön. Erzwungenes Vasallentum. Zack. Das können wir dann auch als Kriegsgrund verwenden. Wir drücken eine kurze Pause. Hier auf unsere Einheiten. Dasselbe Thema wie immer. Die brauchen wir alle nicht. So, wir klicken die jetzt alle weg. So. Da verdienen wir auch noch Geld. Wunderbar. Salvador, bitte schließ dich an. Wunderbar. Was ist mit der anderen Armee? Wartet. Die Tempelritter. Ah, da seht ihr, ne? Es sind 600 Fußvolk. Gepanzertes, schweres Fußvolk. Alles klar. Ich dachte, da kommt immer so ein Tempelritter als Befehlshaber mit. Anscheinend nicht, ne? Was haben wir denn hier? Plünderer ist der und Logistiker. 13, nehmen wir den mal. Der hat ein bisschen mehr zu bieten. Und dann schauen wir uns das mal an. Das ist eine Viererburg. Das ist auch eine Viererburg. Die ist aber in den Bergen. Die ist, glaube ich, ein bisschen stärker. Schicken wir den. Und so. Machen wir das mal so. Und fangen an zu belagern. Da sehen wir auch noch die anderen Gegner. Und die Frage ist, wir könnten theoretisch auch noch Dynastiemitglieder, die kommen aber nur gegen Bekanntheit. Das wollen wir nicht geben. Und unsere Tochter würde auch kommen. Die Frage ist einfach, hat sie, ja mittlerweile sollte sie ja eigentlich da unten keine Probleme haben, ne? Ich habe das Gefühl, mittlerweile sollte das eigentlich alles befriedet sein. Ja, wir rufen sie auch einmal.
Na, nicht, dass sie auch irgendwie auf dumme Ideen kommt. Mein teurer Vater, ich bin gleich da. Sehr schön. Also, wir sehen uns gleich. Wunderbar. Ah, genau. Sie war ja schwanger. Und sie war ja doppelt schwanger. Mein Gott, geht das schnell bei ihr. Sie hat eine Tochter, die aktuell krank ist, okay. Und noch eine kleine Tochter geboren. Okay. Wenn es so ist, sie ist jetzt die Erbin. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf diesen Titel hier gehen und da unten schauen, da sind die zwei kleinen Töchter, die Erbinnen. Und dann kommt unser Sohn. Ja gut, wenn das so ist. Wir haben ja natürlich in der letzten Folge gesagt, nur wenn sie irgendwelche negativen vererblichen Eigenschaften haben, dann werden wir die Kinder umbringen lassen. Aber so sieht es eigentlich gut aus. Lassen wir das mal. Ich halte mein Wort. Das ist ganz wichtig, ne? Wie würde das dann aussehen, Mensch? Also, wir belagern hier jetzt mal ganz entspannt. Oh Gott, sind die schnell, ne? Die Truppe hier, die ist verdammt, verdammt schnell. Und dabei sind wir gar nicht auf Kriegsfokus. Ich habe mit eurem Ratskanzler korrespondiert und ich muss sagen, dass ich euch nun in einem neuen Licht sehe, in einem besseren Licht. Plus 30 Meinungen mit dem Papst, das ist natürlich eine hervorragende Sache. Da können wir eigentlich auch noch Geld abzwacken von ihm. Aber natürlich für Frömmigkeit, und Frömmigkeit aktuell ist für mich irgendwie wichtiger als Geld. Der Zwist, meine Tochter, Fernanda, liegt seit Tagen im Zwist mit jemandem, das Opfer, ihre Schwester Gotu. Ich kann sie sogar hören, wie sie im Raum nebenan miteinander streiten. Okay, alles klar. Kein Streit innerhalb der Familie. Die werden getrennt, die beiden. Oder wir sagen, uns doch egal. Also, ich will natürlich Ruhe in der Familie haben. Deshalb wird der Streit verboten. Als ich den Raum betrete, wendet Fernanda sich mir zu. Gut, dass ihr hier seid, Domingo. Für dich, Fernanda, immer noch Vater. Tochter Gotu von euch müsste bitte zur Vernunft gebracht werden. Ja, sie ist völlig von Sinnen. Wartet mal, erstmal schauen wir uns mal die Gotu an. Sie ist hinterlistig, geduldig, ehrgeizig. Sie ist unersättlich, lüstern und tapfer. Ach, ganz schlimme Typen. So, schämt euch, Gotu. Oder ihr seid hier im Unrecht, Fernanda. Oder ihr verhaltet euch beide wie trotzige Kinder. Oh, das ist natürlich genau das, was eigentlich mein Favorit wäre mit 99%. Da bekommen wir sogar bei beiden Meinung. Also wir machen das auf jeden Fall und haben auch nochmal Diplomatie-Lebenswandelspunkte bekommen. Perfekt. Sehr schön. Wo bleibt unsere Tochter? Da kommt sie angeschippert. Wahnsinn, ne? Was das plötzlich dann für Massen an Soldaten sind, ne? Sie kommt da mit 5600, der hier auch nochmal mit 5000. Wir haben auch nochmal 5000 ausgepackt. Wahnsinn. Ein offenbartes Geheimnis. Wir haben Ranieri soll eine außereheliche Affäre haben. Ist geschehen, Ehebrecher, alles klar, ein offenbartes Geheimnis, da haben wir wieder ein Kind von den beiden. Ah je, die hören einfach nicht auf, ne? Das ist irgendwie Sünde Nummer 1, ne? Die Ehebrechen bei mir, jeder steht drauf, jeder macht es gerne. Ja, was soll ich machen, ich kann es nicht verbieten, ne? Die machen es einfach. Und hier, die kämpfen einfach, okay. Ja, wir werden einfach weiterhin belagern. Die können natürlich aufräumen für uns. Sehr schön. Wir könnten theoretisch auch hier erobern. Das wäre eine... Ah nee, das ist eine Stadt. Das ist eine Dreierburg. Ja komm, das machen wir auch. Sehr fein. Da sind wir schon bei 33%. Haben wir das auch erobert. Eigentlich... Ah ne, das ist in Paris, ne? Ist mir viel zu weit weg. Na, das Thema mit der Hauptstadt. Und die könnten ja eigentlich auch irgendwo was erobern, belagern, ne? Ich meine, die müssen jetzt nicht mit mir hier abhängen. Kind meiner Dynastie. Solène ist wieder schwanger.
und sie haben eine Tochter bekommen, die nennen wir die Leonor. So, und wir schauen uns mal kurz unseren Spielererben an. Er hat auch einen Sohn, den Dominguez, übrigens einen Verwalter, 15-jährig, und eine Tochter. Na, das ist nicht so toll, wie ich finde. Da haben wir schon wieder ein offenbartes Geheimnis, wieder eine Affäre. Ja, haben wir denn nichts Wichtigeres zu tun? Ja, mal echt hier. Wer hätte das gedacht? Oh Mann. So, wer ist denn jetzt hier gestorben? Ratsmarschall. Stopp mal. Dann kann der Salvador übernehmen, würde ich sagen. Oder der Nino. Der Salvador. Das ist unser Befehlshaber, der alles erobert mittlerweile. Er ist echt gut. So. Da haben wir das auch gleich erobert. Wunderbar. Ich meine, das geht aber ziemlich langsam. Die Frage ist, wollen wir hier nach oben vielleicht vorpreschen? Das würde vielleicht Sinn machen, wenn wir jetzt mal Richtung Paris gehen würden. Machen wir das einfach mal. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Das haben wir auch gleich. 6 Tage... So. Der wird auch jetzt erstmal entfernt. Sehr schön. So, was können wir denn machen? Wir könnten jetzt hier eigentlich nach vorne preschen. Hier schon mal diese Neckedice auch mal aus der Burg treiben. Zusätzliche Steuern. Wunderbar. Also wir machen Folgendes. Wir gehen jetzt mal auf Kriegsvolk, wir sehen hier 6 von 7 und ich werde hier wirklich jetzt mal das ganze Geld reinbuttern und gepanzerte Reiterei kaufen. Ich würde mir das gerne mal anschauen. Die sehen ja auch so geil aus, ne, in Rot. Also geht es los. Schaut euch jetzt gleich mal das Geld an. Einfach mal so. Weg. Das Geld ist weg. Durchdachte Diplomatie. Da haben wir wieder in den Laien hart daran gearbeitet. Wir können... okay, das ist jetzt nicht so toll. Wir brauchen keine Gründe, um Krieg zu führen mit ihr. Danke dafür. So, wie machen wir weiter? Was würde Sinn machen? Hier direkt oder da? Gehen wir mal da lang. Ja, die machen nicht so viel. Okay, die erobern jetzt erst hier. Das ist gut. Ein Charakterfehler. Wenn ich dereinst aus dieser Welt trete, soll mein Sohn und Erbe Domingo an meiner Stadt regieren. Leider kursieren an meinem Hof Gerüchte über ihn, ob er sich die Treue meiner Vasallen sichern kann, wenn ich einmal nicht mehr bin. Ich versuche, die Fehler von Domingo zu beheben. Vielleicht überwindet Domingo ja seine Fehler. Ja, welche Fehler? Lieber seine Vorzüge betonen. Wir bekommen Meinung. Jeder Vasall bekommt Meinung über Domingo. Oder feine Manieren. Allgemeine Meinung. Welche Fehler? Das würde ich gerne sehen. Also normalerweise würde ich jetzt sagen, wir nehmen jetzt das. Da haben wir gesichert die 10 Meinung, was sehr gut ist. Aber ich würde gerne sehen, was würde passieren, wenn ich hier drauf klicke. Weil ich weiß nicht, was der für Fehler hat. Klicken wir mal drauf. Domingo hat mir erlaubt, sein Mentor zu sein, obwohl es ihm ein wenig an Begeisterung mangelt. Ich fürchte, seine Sünden sind zu tief verwurzelt, aber ein wahrlich einschneidiges Erlebnis könnte ihm den Irrsinn seiner Untugenden vor Augen führen. Wie gehen wir vor? So. Immer noch ein bisschen überfragt. Eine passende Lektion für jemanden, der an seinem Mitgefühl arbeiten muss. Er ist ja sadistisch, ne? Eine passende Lektion für jemanden, der an seiner Ehre arbeiten muss. Domingo soll an meiner Stadt... Eine passende Lektion für jemanden, der an seiner Entschiedenheit arbeiten muss. Ich würde sagen, er sollte an seinem Mitgefühl arbeiten, da er sadistisch ist, würde ich jetzt mal so sagen.
Also, geht hinaus auf die Straße und redet mit den Armen. Ja, schauen wir mal, was er denen dann sagt, ne? Da ist er ja wieder. Es war frustrierend, Domingo dabei zuzusehen, wie er daran scheiterte, sich in der Lage derer zu versetzen, denen es weniger gut geht und ein Gefühl für ihre Situation zu entwickeln. Er hat es nicht einmal versucht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Problem eher an der Motivation von dem Domingo lag, als an meiner Lektion. Ich werde ihm noch eine Chance geben. Stellt sich die Frage, ob ich eine neue Taktik versuchen sollte oder werde ich dieses Problem mit Hartnäckigkeit lösen? Okay. Jetzt könnte man theoretisch was ändern. Ja, ich meine, an der Ehre mangelt es ihm ja nicht, oder? Er ist ein böser Abenteurer. Nur wenige Dinge bringen Domingo so viel Freude wie das Leid anderer Menschen. Können wir das ändern? Wir können das ja nicht ändern. Ich verstehe einfach nicht, was das Ziel hier sein soll. Ne, komm, nochmal. Geht hinaus. Raus. Geht zu den Armen. Da haben wir schon wieder eine Affäre. Meine Güte. So viele Affären mittlerweile. 2 Monate hier. Festgefahrene Gewohnheiten. Domingo und seine Angewohnheiten bezüglich irgendwas, das macht mich einfach wahnsinnig. Trotz meiner immensen Bemühungen macht er keinerlei Fortschritte. Wenn er sich nicht ändern möchte, wird er es nie... Ach, schade, ich gebe auf. Ach Mann, da hätten wir das andere nehmen sollen. Okay, also, wir haben es leider nicht geschafft. Wir haben jetzt eine neue Fraktion, wie man sieht, und zwar... schaut euch das mal an. Die Italiener. Okay. Also, da würde ich sagen, weil wir gut dabei sind, Freunde zu machen, machen wir doch einfach mal eine Freundschaft mit ihm. So, dann gehen wir natürlich hier weiter und erobern. Das wird relativ schnell gehen. Burg 3, 2 Monate. Hier haben wir auch. Wahrscheinlich in der Burg 3 habe ich gar nicht gesehen. Offenbartes Geheimnis. Das ist mein Vasall und Freund. Kommt zu mir, um mir etwas mitzuteilen, das ihm auf der Seele lastet. Was ist denn da? Ihr erfahrt vom Geheimnis Mord. Okay. Sehr schön. Theoretisch könnte ich das doch auch machen, ne? Also, als Event, ne? Oh, da haben wir gewonnen. Wir lassen jetzt nochmal die 2 Grafschaften runterticken. Und dann ist hier auch Schluss. So, komm jetzt. Wunderbar, würde ich sagen. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Also, was haben wir denn hier? Forderungen zwingen. Innerhalb des Zieltitels werden alle Titel von adamitischen Herrschern übernommen und alle katholischen Herrscher zu Vasallen. Okay, dann wir erhalten alle Territorien im Reich. Okay. Dann werden die hier meine Vasallen. Okay, woher kommen... Das sind die von hier. Warum wird sie meine... Warte mal. Das König... Ah, das ist ja Aquitanien. Ah, alles klar. Okay, ja, perfekt. Dann ist es eben so. Dann drücken wir durch. Forderungen zwingen. So kommt nackt zu mir und sagt, möge euch Weisheit stets fremd bleiben. Mir ist ein bisschen kalt hier, ich gehe wieder. Und da haben wir es. Oh mein Gott, wie das aussieht. Wir haben tatsächlich Aquitanien. Wir könnten es auch schaffen. Das werden wir sicher tun. Aber das ist jetzt das große Spanien. Irgendwann, denke ich mal, sollten wir auch die Brücke schlagen hier, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Aber wir machen jetzt erstmal hier eine kurze Pause. Die Folge dauert schon sowieso viel zu lange. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.